Wir haben uns jetzt akkreditiert und ich bin jetzt sehr gespannt. Wir sind jetzt nämlich auf dem Weg nach Ensheim, wo gleich der Bundespräsident landen soll. Leider habe ich gerade erfahren, dass seine Frau mit dem schönen Tattoo nicht dabei ist. Das hat mich sehr enttäuscht. Aber ich hoffe, da werden wir noch weitere lustige Sachen finden. Vielleicht bringt ja jemand anders mit. Wir sind ja von Berlusconi mit Bunga Bunga. Da passiert ja auch öfters mal was Neues. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns dann gleich in Ensheim wieder. Ich hätte ja jetzt vorgeschlagen, wir fahren einfach mit dem Flieger da vorne, egal wo er hinfliegt, mit und fahren in Urlaub. Wir laufen einfach immer der ARD hinterher, die ARD weiß, wie es geht. Und jetzt hat sich die Treppe gesenkt, jetzt sind wir alle noch mehr aufgeregt. Noch aufgeregter. Jetzt laufen irgendwelche Leute raus, die wir nicht erkennen können, die ziemlich unwichtig sind. Aber gleich kommt er. Sind alle gespannt, alle rennen schon los. Was ist jetzt noch? Hier ist eine riesen Delegation, ich bin total begeistert, dass Gott zum Glück dürfen wir das miterleben. So, ist er jetzt angekommen. Ich bin total begeistert. Ein Riesenauftritt. Ich habe noch nie so was Tolles gesehen, dass ein Mensch aus einem Flugzeug gestiegen ist. Und es war so aufregend wie jetzt. Wir sind gespannt, was jetzt noch passiert. Schauen wir mal. Bis gleich. Das sind heute unsere ganzen Kollegen. Die sind genauso gespannt wie wir, aber das sind ja schon alte Hasen im Gegensatz zu uns. Aber Kaffee gibt's im Busnetz, ganz schlimm. Hat man vorhin schon voll gemerkt. Die haben ganz genau gewusst, wo sie sich hinstellen müssen und wo nicht. Aber naja, wir sind ja lernfähig. So, liebe Freunde, jetzt sind wir in der Staatskanzlei angekommen. Ja, der Saal ist voll. Draußen, die Gärtchen sind auch schön gemacht. Es ist alles geputzt. Wir sind begeistert. Was jetzt noch kommen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir hören uns etwas über ehrenamtliches Engagement an. Und begutachten jetzt mal die ganzen Leute, die hier sind, weil ich muss ehrlich zugeben, ich kenne keine Sau. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt mittlerweile da im Fraunhofer-Institut. So, wir sind mittlerweile im DFKI angekommen. Das DFKI ist ja das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz. Und während der Bundespräsident noch wunderschön in der Staatskanzlei diniert, sind wir schon da und wurden jetzt durchgelassen in den Pressebereich, den wir jetzt auch da sehen. Toll, da sitzen sie alle schon. Guck mal. Oh. Alle schon am Arbeiten, da wird schon geschnitten, Freunde. So weit sind wir noch gar nicht. Da wollen wir auch nicht weiter stören, weil dann tun wir jetzt erstmal Kaffee trinken und sehen wir gleich drüber. So, jetzt haben wir uns gestärkt, wir haben Kaffee getrunken, wir haben was gegessen vom tollen Buffet, danke ans DFKI. Und wir erwarten jetzt den Bundespräsidenten und wenn ich richtig sehe, sind da schon die ersten Leute angekommen, wichtige Leute scheinen es zu sein. Wir können mal kurz hinter mich gucken, wir sind nämlich nicht allein, wir sehen ZDF. Boah. SR ist auch da, hat jetzt leider kein Schildchen, aber er ist da. Toll. Ich bin total begeistert, dass wir hier sein dürfen. Und wir erwarten jetzt nur noch ganz dringend den Bundespräsident. Und sehe ich ihn? Ist er schon da? Film mal runter. Genau, mach's nochmal. So, die meisten wichtigen Leute sind schon eingetroffen. Wir können mal kurz rüber gucken. Wir sehen Herrn Professor Linneweber schon. Herr Dr. Hartmann, unseren Minister, Frau Britz, die Oberbürgermeisterin und den Herrn Wahlner. Der wird nachher noch eine Rede halten, habe ich mir sagen lassen. Also alle wichtigen Leute sind schon da, aber die wichtigste Person fehlt immer noch. Ja, wir warten gespannt. Immer noch. Sensationelles Bild. Wir laufen Auge in Auge mit dem Bundespräsidenten. Ich bin total hin und weg. So, also das war's jetzt vom Bundespräsident. Der reist jetzt noch weiter nach Homburg, aber da wollen wir nicht mehr mitreisen, weil die Naturwahn AG von Theis, die kennen wir ja schon vom FCK. So, gut, das war's also von unserem kleinen Bericht vom Bundespräsident. Und ja, wir sind gespannt, wann das nächste Mal kommt. Vorhin haben wir gehört, im November. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ciao.